Fraktale, wie wir sie im letzten Video gesehen haben, analytisch zu bestimmen, ist extrem anspruchsvoll. Man bedient sich daher meist einer numerischen, computergestützten Vorgehensweise. Wie das aussieht, zeige ich Ihnen in diesem Video. Und zwar schauen wir uns jetzt ein Programm an, was für alle Funktionen f von z gleich z² plus c die Julia-Menge berechnet, unter der Voraussetzung, dass der Betrag von c kleiner ist als 2. Und jetzt können wir, und das ist etwas, was wir uns anschauen müssen, zeigen, dass alle Startwerte, die größer sind als 2, auf jeden Fall divergente Folgen liefern. Das nehmen Sie für den Moment mal so hin. Das kann man mit Hilfe der Dreiecksungleichung beweisen und ich habe Ihnen den Beweis dafür im Skript aufgeschrieben und es wird noch ein Video folgen, in dem wir den Beweis auch gemeinsam hier durchgehen. Wir können es uns aber auch relativ schnell, zumindest anschaulich plausibel machen, wenn ich einen Wert habe, der größer ist als 2. Hier beispielsweise 2,5. Und ich wähle jetzt ein C, dessen Länge kleiner ist als 2. Und wir nehmen die reelle Zahl C gleich minus 1,9 beispielsweise. Dann würde ich jetzt hergehen, würde bei der Funktion, dem Startwert z1 gleich 2,5 und c gleich minus 1,9 mein zweites Folgenglied anschauen. Das wäre f von 2,5, also wäre 2,5 zum Quadrat minus 1,9. Und Sie stellen fest, egal was Sie hier machen, das wird auf jeden Fall größer sein als 1. Und so wird das jetzt zunehmend immer genau so aussehen, dass ich, wenn ich mit einem Startwert größer als 2 starte, ich auf keinen Fall irgendwann in den Einheitskreis hineinrutsche und damit auf jeden Fall es immer zu einer divergenten Folge führt. Was wir uns also anschauen müssen, sind jetzt nur noch die Werte oder Anfangsstartwerte, bei denen die Länge dieses Startwerts kleiner oder gleich 2 ist, weil das sind die kritischen Fälle. Da müssen wir unterscheiden, ob es sich um eine konvergente Folge handelt oder ob es sich um eine divergente Folge handelt. Und bei solchen Computerprogrammen macht man das jetzt nicht so, dass man analytisch beweist, ob die Folge konvergent oder divergent ist, was je nachdem, wie das C aussieht und wie der Startwert aussieht, eben auch relativ kompliziert sein kann, sondern wir lassen einfach mal verschiedene Anzahlen an Folgengliedern berechnen. Also zum ersten Fall könnten wir beispielsweise sagen, wir berechnen mal die ersten 10 Folgenglieder. Wenn jetzt nach 10 Folgengliedern Z10 der Betrag davon größer ist als 2, naja, dann muss ich nicht mehr weiter schauen, weil dann wird das auch auf jeden Fall zu einer divergenten Folge. Weil, das ist das gleiche Argument, wie wir es hier oben nachher hatten, alle Werte, die größer vom Betrag sind als 2, die ich wiederholt in die Funktion einsetze, führen zu einer divergenten Folge. Wenn z10 kleiner ist als 2, naja, dann muss ich mich fragen, wieder was passiert. Die Werte, von denen wir schon wissen, dass sie divergent sind, die färben wir mit einer bestimmten Farbe ein. Jetzt beginnen wir und malen unsere Julia-Menge sozusagen aus, genauso wie wir die Werte alle, die wir hier erhalten haben, auch schon eingezeichnet haben. Die Werte, die wir jetzt noch nicht eingefärbt haben, die überprüfen wir weiter. Das heißt, in dem nächsten Schritt gehen wir her und berechnen jetzt die ersten 100 Folgenglieder beispielsweise und schauen wieder, ist das 100. Folgenglied größer als 2, wenn ja, wird es wieder eine divergente Folge. Und wir färben das Z1, aus dem es ursprünglich entstanden ist, färben wir ein.
Wenn Z100 kleiner oder gleich 200 ist, dann müssen wir weiter schauen. Und dann gehen wir wieder her, starten mit den Startwerten, bei denen das hundertste Folgenglied immer noch vom Betrag her kleiner ist als 2 und berechnen von dem 1000 Folgenglieder und schauen, ob es nach 1000 Folgengliedern außerhalb dieses Kreises mit Radius 2 auftaucht. Wenn ja, wird es in jedem Fall auch divergieren, nur halt langsamer als die Startwerte, bei denen die Folge schon nach dem 10. Iterationsschritt außerhalb dieses Kreises war, aber dennoch wird es divergieren. Also färben wir es ein und bei den anderen schauen wir wieder nach. Und das iterieren wir immer wieder. Und dadurch entstehen dann diese Farbverläufe, wenn wir sagen, alle Folgenglieder, von denen wir von Anfang an, alle Startwerte, die schon von Anfang an größer sind als 2, färben wir dunkelblau ein. Alle Folgen, Startwerte, bei denen wir nach 10 Folgen Iterationen außerhalb dieses Radius ist von Radius 2 cm laufen, färben wir etwas heller ein. Alle Folgenglieder, bei denen erst nach 1000 Schritten wir außerhalb dieses Kreises landen, färben wir dann wieder mit einer anderen Farbe ein und so weiter und so fort. So funktioniert das. Sie werden können das jetzt ausprobieren, dafür dieser Link zu dem Programm, den Sie dann hier sehen, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, welche C welche Julia-Mengen liefern. Sie mögen jetzt vielleicht sehen, dass wir jetzt nur die divergenten Folgen eingefärbt haben, und weder die konvergenten noch die Julia-Menge. Die Julia-Menge bildet gerade den Rand zwischen konvergenten und divergenten. Das heißt, wenn Sie diese Figur einzeichnen, wird das, was die nicht eingezeichnete oder angemalte Figur berandet, gerade die Julia-Menge sein. Thank you.